There is no place like space. Ach so. Moin! Den kenne ich nicht. Ja, also hier sehe ich jetzt nichts. Ich möchte gerne mich aufmunitionieren. Da haben wir Muni. Jetzt wäre es noch gut. Ah ja, das ist das Heilpaket. Komm her. Jo. Wir wissen ja nicht. Entschuldigung, falls das Rülpsen zu hören war. Ja, manchmal weiß ich nicht, ob ich richtig schneiden kann. Oder ausblenden kann. Ich weiß es echt nicht. In welche Richtung ich muss. Also ich muss eigentlich in die da. Das heißt, da wo ich hergekommen bin. Also Wahnsinn, ne? Da haben wir mal eben hier dieses Lager in der Hit-and-Run-Taktik fertig gemacht und ich bin zufrieden. Ja. Ich hoffe, du bist mit mir auch zufrieden, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin oder was auch immer. Man weiß ja nie. So, ich glaube, wir müssen hier vorne auch raus. Ja, das ist irgendwie geschickt gemacht hier mit diesen Hindernissen. Genau so heißt das. Aha, genau. Okay. We are on our way. Oh, 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 oh. Moinsen. Ich hab's doch geahnt, dass das nicht alles war. Alter. Du brauchst Hilfe? Okay, pass mal auf, ich helfe dir. Was ist er denn? Da. Da krepelt er rum. Moin. Alter Schwede. Ja. Ich hab's geahnt, ne? Wenn das schon so steht, so vom Ding. Es ist geschafft, bla bla bla. Alle Feinde sind tot, ne? Genauso wie André Hippolyt da so stand. So ganz unschuldig. So dumm, die dumm, die dumm. Ich bin allein. Ich hab gewusst, dass der nicht allein ist. Dass er da allerdings mit der... sozusagen mit unserer gesamten bisherigen Entourage herumsteht und oder herumlungert. Ja, also lieber Toddle, jetzt kann ich es ja sagen, er hat mir nämlich gesagt, dass es mir nicht gefallen wird, wenn wir unsere einstigen Mitstreiter wiedersehen. Ja, lieber Toddle, es hat mir wirklich nicht gefallen. Ich hasse Verrat. Verräter sind so ziemlich die schlimmste Pest, die einem passieren kann als Mensch. Vielleicht auch als Tier, wer weiß. Okay. Ja, ich mach mal lieber einen Speicherstand. Aha. Okay, okay, okay. Safe House? Hier? Ja, gut. Aha. Ich war doch jetzt fast am Ziel. Hier, ja, da. Genau. Ich soll hier wahrscheinlich rein. Schakal? Hier drin. Ja, moin. Fast. Der mit dem Koffer. Ja, hier, nimm, Digga. Alle hier, gut. Wir brauchen sie. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute starben nur die, die es verdient haben. Mhm. Ich habe Dynamit gelegt, draußen bei den Klippen. Mhm. Aber die Zündschnur ist hin, also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen, mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Du Vogel, glaubst doch wohl nicht, dass ich das mache. Das Schwein, das den Job macht, geht drauf. Sie oder ich? Dann du. Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ... Also sie oder ich sich selbst in den Kopf schießen. Aha.
Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden. Also auch wir beide. Wenn wir unterwegs abbrechen, war alles umsonst. Eine Farce. Alles beginnt von vorne, so wie immer. Ah, ich hasse diese Jesus-Enden. Ich hasse diese Jesus-Geschichten, wo man sich opfern muss. Ich hasse es wie die Pest. Ich schieß dir gleich in den Kopf. Warte mal. Ich mach mal einen dedizierten Speicherstand. So einen richtigen dedizierten Speicherstand hier so. Wir machen natürlich beides, aber ich find's scheiße. Weißt du was? Wir jagen erstmal die Dynamit-Dinge in die Luft. So, Ziel aktualisiert. Vogel, du hast sie doch wohl nicht alle. In einer Stunde bin ich tot und sie auch. Wieder gewinnt Afrika. Aha. Ich verstehe den Quatsch irgendwie nicht so ganz. Warum muss das sein? Ja. Aber das ist halt diese Sache so irgendwie. Man will uns alle darauf trimmen, so nach dem Motto, du musst dich opfern für die Allgemeinheit. Ich bin da aber überhaupt nicht der Meinung, dass das sein muss. Also hier lang oder wie? Ich verstehe es nicht. Moment. Ja, also da. Warte mal. Und wenn ich jetzt einfach gehe, das wäre nämlich mein Weg, das Ganze zu lösen. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Warte. Jetzt muss man hier noch so ein Rätselraten machen, wie man auf diesen Kackberg rauf, auf diesen Stuhlberg raufkommt. Also hier ist ein Weg. Ein Weg. Ach so, man muss dann wahrscheinlich einmal rundherum. Okay, also wir jagen jetzt einmal den Berg mit der Autobatterie in die Luft und danach machen wir die Diamanten und gucken. Ach du Scheiße. Halt mal. Na, das war ja. Deadman Walking und die greifen mich an. Unfucking glaublich. Set Incroyable. Ah, schon Fackerei. Ich baller mich einfach durch. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Jetzt reicht das aber mal hier. Ich muss mich hier opfern. Und die Idioten wollen mich daran auch noch hindern. Ich glaube, es hackt. So. Nochmal lieber einen Schnellspeicherstand. Mal sehen, wie jetzt die Speicherstände aussehen, damit ich weiß, welcher ist. Ah ja, da. Josi. Okay, alles klar. Ziemlich leicht zu erkennen. So. Viel zu schöner Tag, um zu sterben, Digga. Was soll denn der Müll? Ach so, hier. Guck mal. Goodbye, cruel world. Auch das noch. Wow. Wie männlich.
Lalalala. Jo. Mach mal hinne. Digga. Kabams. War das ich? Ist das ich gewesen? Der räudige Räuben. Oh ja, und Diamanten. Sie haben Diamanten. Ja, ja, davon ist alles besser geworden. Ja, natürlich, klar. Na cool. Okay. Nach dem Exodus wurden mehr als 2 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländer umgesiedelt. Hilfsorganisationen vermerkten eine überraschend niedrige Zahl ziviler Opfer, bla bla bla. Die verbliebenen Führungsmitglieder der RPR und UFLL schlossen sich zu einer Übergangsregierung zusammen. Ja, Alter, kann man das mal... Lest das selbst. Lest das selbst. Aha, seine Leiche wurde nie gefunden. Jo moin, und hier sind wir, um das zweite Ende zu spielen. Das ist ja toll. Ubisoft hat es so gemacht, dass man den Abspann schauen muss. Ich musste das Spiel mit dem Task Manager abschießen. Also das ist ja mal was, ne? Nicht nur, dass ich mir jetzt, obwohl ich eigentlich weiterleben könnte, eine Kugel in den Kopf jagen muss, nachdem ich die Diamanten da genommen habe. Das verstehe ich nicht, das ist unlogisch. Aber nun ja, es ist halt diese Agenda so von wegen... Ja, für du sollst nicht hinterfragen, wenn du dich opfern musst und so weiter und so fort. Aber weißt du was? Wir nehmen jetzt mal diesen Aktenkoffer voller Diamanten. Die Knarre da ist echt klasse, versagt nie. Sie brauchen nur einen Schuss. Sie sind wie ich ein hoffnungsloser Fall, aber wir tun was dagegen. Ach so, weil ich ein schrecklicher Mörder bin, soll ich mich umbringen. Ach so, so, jetzt ist die Frage, haben wir es jetzt genauso schwer? Wir müssen da oben hin, okay, alles klar, das ist, ja, also dann wahrscheinlich diese Route. Ja, nö, dann den Abspann, den schneide ich dann da mal und dann nachher lasse ich den Abspann laufen. Was ich gerne mal gucken wollte, das ist, oh, da redet irgendwer, Moment mal. Ich wollte mal kurz hier reingucken, nämlich in die Schakalbänder. Wir haben insgesamt 16 Schakalbänder. Ich glaube, da gibt es mehr von. Und Vorgängerbänder haben wir 3. Ja. Ich werde jetzt hier mal einblenden, wie viel wir hätten haben sollen. Das ist ja das Einzige, wo wir wirklich, also wo ich gefailt haben könnte. Ne? Aber ist mir jetzt auch egal. Aha. Warte mal, wenn ich jetzt da wurde ihm irgendwas gesagt von wegen, wer bewaffnet da reingeht. Was gesehen? Hey Gopnik, nicht auf mich schießen. So, also, ja, nö, wie gut, dass ich Waffen hab. Ach so. Wer, wo wer ist? Scheiße, die Männer packen's nicht. Welche Penner packen's nicht? Okay, wer die Sicherheitszone bewaffnet betritt, gilt als feindlicher Soldat.
Ja, was soll ich denn machen? Ich kann meine Waffen nicht wegwerfen. Es gibt keinen Waffen wegwerfen Knopf in diesem Spiel. Nee, aber dass man einen Abspann nicht abbrechen kann, sondern gezwungen ist, sozusagen auch onscreen gelockt ist. Wie weit noch? Okay. Ja, ich betrete die Sicherheitszone bewaffnet und gelte als feindlicher Soldat. Wollen wir da mal runterspringen? Aber warum wird in dieser Sicherheitszone rundherum toleriert? Brenn! So, jetzt reicht sie aber mal. Alter. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Weißt du, die machen eine Sicherheitszone und hier draußen sind die ganzen Krampen. So, wen haben wir denn hier? Also. Auf einmal keine Durchsage mehr. Was los? Und was nun? Ach hier. Er kann durch. Ich könnte sie erschießen lassen wegen ihrer Waffe. Aha. Wer seid ihr denn? Schicke Klamotten. Ja. Sie werden mir vermutlich nicht sagen, wer hinter all dem steckt, oder? Und was können Sie für mich tun? Wir werden uns schon einig werden. Aber ich hoffe für diese armen Seelen, dass ihr Plan aus mehr als dem hier besteht. Okay. Jupp. Das war dann diesmal der Schakal. Hast gesehen, da sind seine Klöten durch die Luft geflogen. Nee, also so ganz logisch ist das Ende dieses Spiels nicht. Ich frage mich, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Ob das ein echtes, das sieht aus wie ein echtes Pressefoto. So gut, also ja, das war's dann. Ihr könnt das selber lesen, ich kann das nicht so schnell lesen. Ja, ich lasse euch mal lesen. Warum keine Musik? Ja, auch während des gesamten Abspanns keine Musik. Ach so, ja, weil ich die Musik abgeschaltet habe. Boah, es tut mir so leid. Okay, hier wird irgendwas anderes laufen. So, seine Leiche wurde nie gefunden. Natürlich, weil er sich in die Luft gesprengt hat jetzt. So, okay, das ist der Abspann. Hier kommst du nicht raus, es sei denn, du schießt ihn ab. Ich lasse den Abspann jetzt aber laufen. Und verabschiede mich schon mal von euch. Ich frage mich, wie ich das zusammengeschnitten kriege, aber das ist auch vollkommen egal. Das ist meine ganz eigene Verantwortung. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit bei diesem Let's Play. Ja, falls du ein alter Zuschauer bist und schon einige Let's Plays mitgeschaut hast, dann hoffe ich, du hast wieder Spaß gehabt. Und falls du neu sein solltest, also nur dieses Spiel gesehen haben solltest, es gibt auch noch viele andere Sachen, viele andere Playlists, schau mal rein. Es wird sicherlich was dabei sein, was dir gefällt. Also, wenn du eher aufs Geballer stehst, dann gibt es momentan eigentlich nur Fallout 3. Und natürlich alle sämtlichen Add-ons, die bis auf Broken Steel in einzelnen Playlists sind. Also, das sollte vermerkt sein. Ja, also wir haben das Spiel tatsächlich 100% geschafft. Bis auf vielleicht diese Schakalbänder und die Vorgängerbänder und natürlich die absolut
meines Erachtens sinnlosen goldenen AKs, also die goldenen Maschinenpistolen. Da lege ich aber auch keinen Wert drauf, weil das halt wirklich nicht unbedingt gemacht werden muss. Meines Erachtens, wir haben sämtliche Diamanten, wir haben sämtliche Waffen, wir haben sämtliche Handbücher, wir haben sämtliche was auch immer. Ja, ich bin froh, wir haben es geschafft. Dieses Spiel ist durch und ich glaube, wir hatten eine Menge Spaß. Dem einen oder anderen mag das mit den Diamanten zu langwierig gewesen sein. Ich habe dann auch mitbekommen, wie so langsam die Zuschauerzahl, also die Aufrufzahl abgenommen hat. Ja, kann ich verstehen. Aber ich hoffe, jetzt am Ende hatte noch mal jeder Spaß. Ich lasse jetzt den Abspann durchlaufen. Sage Ciao mit F wie Far Cry. Wir sehen uns im nächsten Spiel, was auch immer das sein mag. Vielleicht Far Cry 3, vielleicht Fallout New Vegas, vielleicht auch ein anderes Spiel. Ich werde dann demnächst oder ja, wenn ich so das Gefühl habe, das könnte gehen, werde ich eine Umfrage machen, was das nächste wird. Mir hat erstmal tierisch viel Spaß gemacht. Ich fand dieses Spiel wundervoll, bis auf das Ende. Aber das gibt es ja öfter bei Spielen, halt diese Jesus-Enden, wo man sich opfern muss und für das Gute, ja, ne? Nein. Nein, ganz und gar nicht meins. Ich würde es niemals machen. Aber jetzt erstmal tschüss, schaut euch noch diesen Abspann an und guckt euch an, wer da alles dran beteiligt war. Meine Güte. Fällt mir noch irgendwas ein zu sagen? Ich weiß es nicht. Ja, also so krass war jetzt eigentlich der Endkampf auch nicht. Es waren einige überraschende Wendungen dabei, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, Hammer. Ja, es hat dann trotzdem noch mal am Ende richtig Spaß gemacht. Ist das langsam mal fertig? Du musst dir vorstellen, da machen die so einen ellenlangen Abspann und du kannst sie nicht abbrechen. Ja, was sagst du dazu? Schreib's jetzt in die Kommentare. Ist das langsam mal gut? Voice Actors, yo, Isabel, das hast du klasse gemacht. Ne? Ich mache Armageddon. Ja, was werden mir diese ganzen verballhornten Sprüche, was werden die mir fehlen? Und was werden mir die Vögelchen auf dem Felde fehlen? Also ich muss sagen, die KI von Ubisoft, also ganz besonders Far Cry, ich habe nicht viele andere Ubisoft-Spiele gespielt, ist ein bisschen unfair. Weil wie gesagt, die KI sieht einfach alles, hört alles, riecht alles, ist fast schon Gott. Ist dann aber an manchen Stellen auch so absolut bescheuert. Ne? Zum Beispiel, könnt ihr euch noch dran erinnern, der Typ, der den Jeep unten an die Flusskante gefahren hat und dann da unten saß und nur darauf gewartet hat, dass ich ihn abschieße. Oder Gegner, die einfach blöd in die Gegend gucken, links und rechts und gar nicht sehen, dass ich ankomme. Ja, also auf der einen Seite übermächtige Gegner, auf der anderen Seite dann wieder irgendwie total blöd. Ja, ist jetzt bald mal Feierabend? Meine Güte, ich habe noch nie so einen langen Abspann gesehen. Ja, mit Musik wär's unterhaltsamer. Ich wollte ja auch eigentlich nochmal die Musik vom Spiel einblenden. Sag mal, wie lange... wir haben jetzt, glaube ich, 5 Minuten Abspann. Als der Abspann anfing, habe ich irgendwie... Da waren da 7 Minuten auf dem Zähler. Und jetzt sind es 12. Man kann es aber auch ein bisschen übertreiben. Vor allen Dingen hätte man das Ganze auch ein bisschen mehr packen können. Mecker, 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 mecker. Ansonsten habe ich an dem Spiel eigentlich nichts zu meckern. Es war sehr stabil dafür, dass es so alt war. Also wirklich, kaum Abstürze. Natürlich, wenn die Abstürze kamen, dann kamen sie zu den unglaublichsten Momenten. Nämlich dann, wenn man nicht gespeichert hatte. Genauso wie man ja auch jedes Mal getötet wurde, wenn man längere Zeit nicht gespeichert hat. Ich glaube, man würde in diesem Spiel, das ist jetzt natürlich Blödsinn, keinen einzigen Tod erleiden, egal wie blöde man sich anstellt, wenn man die ganze Zeit einfach nur schnell speichern drücken würde. Ja, dann würde man auch nicht zum Schießen kommen und auch nicht zum Ducken und gar nichts und man würde auch nicht weiterkommen. Flying Architects Team? Hä? Tool Testers? Mike Ching Chang Chao.
Das ist ein schöner Name, ja, ja, ja. Also, ja, jetzt müssten wir aber bald durch sein, weil jetzt kommen diejenigen, die eigentlich mit dem Design nichts mehr zu tun hatten. Ja, jetzt eigentlich nur noch, jetzt müssten eigentlich noch, ja, Playtest, ja genau, die Tester, die kommen jetzt noch. Ist ja meistens so, dass dann am Ende noch die Tester kommen und dann vielleicht noch ein Shoutout an irgendwelche Spieler, die das Spiel zum ersten Mal gespielt haben. Playtest Observers, Publisher Ubisoft Entertainment, bla bla bla. Jo, jo, jo. Ich krieg das mit dem Abspannen würdigen nicht so gut hin wie Gronkh. Das muss ich einfach sagen. Aber ist das schlimm? Findet ihr das schlimm? Also ich glaube sowieso, die meisten von euch haben jetzt schon abgeschaltet. Schreibt mal in die Kommentare, wenn du jetzt noch zuschaust. Ja, 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 ja. Okay, okay. Jetzt ist aber langsam mal Ruhe. Meine Güte. Aha. Das war jetzt aber mal sehr, sehr lang. Mhm. Okay, was hält mir noch ein? Ja, jetzt insgesamt 3 Stunden 41 aufgenommen mit Pausen und allem drum und dran. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir die vollen 5 Stunden heute schaffen werden. Das wird mich vor ein kleines Problem stellen. Vielleicht. Nö, eigentlich nicht. Wenn dieses, also wenn Far Cry 2 schneller zu Ende ist als Fallout 3, dann wird Fallout 3 halt zweitägig kommen. Verstehst, was ich meine? Und danach weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich dann schon sozusagen den Nachfolger der beiden anfange, weil wie gesagt, es ist Sommer. Jetzt am 19. Juli, also wir haben jetzt den 20. Juni heute, und am 19. Juli, also in einem Monat, ist mein Geburtstag. Und ich habe das schon in der letzten Hogwarts-Aufnahme gesagt. So eigentlich wird immer so 2 Wochen um meinen Geburtstag schon gefeiert, weil sich die meisten nicht darauf einigen können oder ganz einfach halt aus Arbeitsgründen, aus Verpflichtungen und so weiter nicht imstande sind, alle an dem gleichen Tag mit mir zu feiern. Es ist meistens so, dass irgendwie mindestens eine halbe Woche vor dem Geburtstag schon angefangen wird zu feiern. Da feiere ich dann mit einigen. Dann an meinem Geburtstag feiere ich entweder meistens alleine oder mit meiner Liebsten zusammen, wenn sie dann gerade Zeit hat. Dieses Jahr wird es nicht möglich sein. Aha, aha, das ist wahrscheinlich jetzt das Letzte. Ja, und ja, weil jetzt halt mein Geburtstag ist, weil Sommer ist, kann ich mir nicht vorstellen. Oh, mein Bauch knurrt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gleich ein Game hinterher anfange. Dann wird es wahrscheinlich demnächst täglich erstmal 2 Videos geben. Bis dann wieder das Wetter schlechter wird. Sagen wir es so, im Winter ist gute Let's Play-Zeit, im Sommer mal nicht so. Weil mir ist es wichtiger, draußen zu sein mit meinem Rad, mit meiner Freundin, in keiner besonderen Reihenfolge. Also nichts ist mir lieber vom doch, natürlich. Ihr könnt euch schon vorstellen. Ach ja, ist jetzt langsam mal Ruhe. Alter, das hört überhaupt nicht mehr auf. 2008. Das wusste ich jetzt gar nicht. The End. Okay, dann gucken wir mal. The End. Aha, das sind die ganzen... Oh, Intel Core 2 Extreme. Wow. So, ich brauche keine Hilfe. Meine Lieben, ich sage ciao mit F wie Far Cry 2 und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder im nächsten Spiel. Tschüss.